So, weiter geht's. Das ist echt geil, wenn man so am letzten richtigen Ferientag kurz vor Mitternacht in so einem Dungeon hängt und mit irgendwelchen Gegnern fightet, die viel zu stark sind. Das ist ganz toll. So, wir sind gerade zwar runtergelaufen. Also so. What the fuck? Ich dachte, die schienen jetzt hier in den Ecken. Haben. Nicht schon wieder. Nein, verpisst euch. Geht weg, ihr Stück. Oh, fuck, vier Stück. Ja, der kann hier hochschlagen. Das ist mir jetzt egal, ich hole mir jetzt dieses komische Element-Ding und verpiss ich mich. Ah. Nicht ins Wasser fallen, dann bin ich auch tot. Wasserelement. Yes. Sie schon warten. Nein, darf ich nicht, die kommen jetzt her. Wir haben das Element. Ganz ruhig, wir müssen jetzt nur rauskommen. Können wir rüber jumpen? Jawohl. Wir sind doch ein Athlet. So, wo sind wir hergekommen? Hier. Alter, ich will hier so schnell wie möglich raus. Und dann will ich hier nie wieder herkommen. Nie wieder. Ganz und gar nicht. So, hier liegen die überall. Mussten ja auch nicht pullen. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich glaube ja. Ja, schön. Also mit abhauen, das kann ich. So, und jetzt machen wir mal ein Safe. Weil ich glaube, jetzt kommt eine ziemlich interessante Wendung. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon kommt. Ja, was ist denn das denn? Das Grüne stinkt. Org. Und es leckt. Ja, jetzt sind hier anscheinend Orks am Werk. Und das wird jetzt ganz lustig, weil jetzt können wir erstmal 5 Stunden schnetzeln. Weil die ganze Stadt jetzt zerlegt wurde von Orks und alles voll ist von den Teilen. Das fand ich beim ersten, als ich das gespielt habe, weil, wie gesagt, schon zum tausendsten Mal, das ist die Stelle, die ich gespielt habe. Ich fand es ganz interessant. Ich meine, es ist nicht unbedingt spannend, aber es bietet eine Menge Möglichkeiten hier. Also man kann halt jetzt jedes Haus plündern, kann ganz viele Orks schnetzeln, kann, glaube ich, die Leute hier alle plündern, die hier rumliegen. Ja. Irot Marmoskea. Und Katana. Die werden wir jetzt auch alle sammeln. Weil davon kann man hier, glaube ich, einige Wurst decken. Da sieht man schon die Fegen hier. Das ist interessant. Irgendwie ging es auch, da konnte man. Ich glaube, da gab es einen Bug. Man kann toten Orks wiederbeleben. Die Menschen kann man auch irgendwie wiederbeleben, dann leben die jetzt zusammen. Irgendwie sowas gab's da. Dass die hier beide zusammenleben. Ich hab's noch nie probiert. Ich ja, hab's nur mal gelesen. Lange Mordaxt. So, was ist das? Das sieht ziemlich teuer aus, das nehmen wir gerne mit. Na, wer bist du? Erstmal hier hinten gucken, bevor wir ins Haus reingehen. Pilz. Ja. Das war halt auch jetzt der Moment, wo ich beim letzten Mal herausgefunden habe, dass der Bürgermeister die Olle gekillt hat. So, hier liegen jetzt alle rum. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Und der Schmied ist auch tot. Und man muss einfach mal die Relation haben.
Die Orks sind ziemlich schwach. Aber der Schmied ist so stark, wenn man den angreift, der killt einen mit ein, zwei Schlägen. Frage ich mich natürlich, wie haben die den gekillt? Katana Gumai. Vor allem machen die Katanas gut Schaden. Die Orks haben Waffen, die fast gar keinen machen. Ist auch wieder so eine Sache. Ja, ist mir scheißegal sein. Hauptsache ich kann sammeln. 5, 6, 5. Nehmen wir mit. So. Damit hier kein Ork reinkommt, dann gucken wir mal, was sie hier haben. Plünder, Plünder. Diamanten sind immer schön. Heiltränke sind jetzt mittlerweile auch schön. Ich habe eben ordentlich was geballert. Ich finde auch die Musik ziemlich passend. Also so fröhliche Musik hier. Das ist ein guter Zauber. Feuerfels. Den hat mein Mage. Der ist zwar noch lower, der zieht so viel rein. Kälteschaden 997. Ja, gut, jetzt haben wir eine 3000 Resistenz. Das heißt, oh, Eisengolem, der ist auch overpowered. Und das haben wir noch. Das ist schwul und kacke. Das ist dauerhaft, das nehmen wir gerne. Oh, ein Einhornhorn. Karl, das tötet Menschen. Das hat zwar nichts mit Einhorn zu tun, aber das ist toll. Da haben wir die Rüstung, da haben wir sogar noch Handschuhe dafür. Oh, vielleicht kriegen wir das Set hier richtig geil gestackt. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es halt nur dieses 5-4-5er, was wir davor anhatten. Aber wenn das mit dem Level skaliert, ist das natürlich nice. Überraschung. Feuerring. Nein, das war mir nicht. Oh, ein Helm. Das ist kacke. Noch ein Hornhorn. Boah, wir dürfen viele haben. Was bringt das Ding? Alles heftig viel. Oh. Haben. Ganz viel haben. So, was sind das für Dinger? Das ist eins von diesen Dorn-Dingern. Jetzt muss er das sein. Ha. Ja, gucken wir mal durch die Wand. Gehört sowas gut sein. Können wir mal mit dem Schmied gucken. Der hat nicht viel. Hier oben liegt der andere Kamerad. Der hat einen Katana. Gumai. Und das hat gerade mal locker 300 Damage bekommen durch den 1-Stack. Das heißt, wenn wir hier noch gut das zusammenkriegen, könnte das durchaus brauchbar werden. Mal gucken. Man muss sich hier so ein bisschen systematisch vorgehen, damit man auch jede Wohnung mitbekommt. So. Ich hatte gerade die Wachenwohnung über das in Kenntnis gesetzt. Gibt's doch gar keine Wachen mehr. Tabaria-Lösung. Strikehammer. Und die Buchse vergrößern. Dann passen mehr Eier rein. Was ist das denn? Ein Claymore. Aha. Dass das ein Zweihandschwert ist, hätte ich mir nicht gedacht. Allein schon vom Namen und vom Bild her. Hm. Gut. Das wäre natürlich interessant, wenn jetzt hier wirklich noch Wachen leben. Das war beim letzten Mal nicht so. Das würde mich dann auch ein bisschen irritieren. Gib mir nochmal was Gutes. Ein paar Einhornhörner. Sanfter Elfendeutsch. Oder ein Zweihornhorn. Na, die haben wir ja schon. Ist auch wirklich wenig los. Ich habe viel mehr Orks in der Hinten sind Orks, ein Teleporter. Und dann will ich auch erstmal darüber.
Dann machen wir so systematisch erstmal die Hälfte von 5000 Orks. Die Wache. Die hat ein normales Katana. Was jetzt mittlerweile schon ziemlich gut ist. Zwar niedrige Range, aber es ist gut. Ja, genau, jetzt muss ich sie die laden. Und das ist ja wohl mal überhaupt kein Vergleich mit Schwierigkeit hier. Mit den scheiß Schlangen. Und Side Booster. Super. Das war bestimmt ein Bug, dass die Schlangen so stark waren. Tja, das war. Weil es ist immerhin von beiden Seiten physischer Schaden. Die Lamias machen das und die Orks auch. Und die machen nicht mal so eine Anzahl hier wirklich Schaden gerade. Zurückdenken an die Einstellung im Wald, wo die mich total geraped haben. Hey, jetzt ist der ins Wasser gefallen. Kann ich nicht mal mehr plündern. Was ist das denn schon wieder? Wie rennt er denn rum? Ich bin das jetzt einfach wie einem Pussy oder einem Memme hier ordentlich raus teleportieren. Das würde wahrscheinlich jedes Mädchen machen. Aha. Aber wir machen das nicht. Wir fühlen uns hier ganz wohl mit all den plünderbaren Items. Dietriche können wir auch ruhig aufstocken, das schadet nicht. Das war eine kranke Waffe. Oh, 7 bis 14. Geiles Kurzschwert. Und One-Shot. Da freut er sich und liegt im Gras. So. Gucken er hier noch, der hat bestimmt dieselbe Scheiße. Der Mobizenstab. Anscheinend sehr qualifizierte Stadtwachen hier. Liegen hier überall rum und bluten vor sich hin. Hier hinten vielleicht was Schönes. Ein Fuckblatt. Hier gibt's nichts. Das ist schade. Als einziger Mensch so durch die Straßen schlendern, das ist schon was Tolles, ne? Das ist gewöhnungsbedürftig. So, hier ist der Chef gewesen. Nein, das ist nicht so toll Beute, wie ich mich erhofft hätte. Obwohl, die Steine sind ja gar nicht so schlecht mit der Stab, naja. Die Robert hat guten Schutz. Die sacken wir erstmal mit ein. Ich mach mal wieder ein Safe, falls das Ganze crasht. Ich hab keinen Bock hier nochmal alles zu plündern. Ah, nicht gut. Ah, dieses Rüberziehen, ne? Manchmal nimmt das nicht. Schön. Das Team ist